Guten Morgen zum Wetterupdate. Heute ist Dienstag, der 4. Juli und der Norden erlebt heute nochmal einen recht stürmischen Tag mit einzelnen Schauern und Gewittern. Das ist allerdings nur ein Vorgeschmack auf das, was morgen passiert, denn da erwartet uns eine richtige Unwetterlage. Bereits in der Nacht erreicht uns ein Tief von Westen her, von Holland und Frankreich, bringt im Westen erstmal Starkregen, vorlaufend aber schon die ersten Gewitter im Südwesten. Da wird man teilweise von Blitz und Donner schon geweckt. Und dann zieht dieses Tief am Mittwoch über Deutschland hinweg mit seinem Kern über die Nordsee, über Schleswig-Holstein. Und genau dort wird es wahrscheinlich eine schwere Sturmentwicklung geben. In der Nähe dieses Tiefdruckkerns, da können durchaus auch Orkanböen auftreten. Da muss man ganz besonders aufpassen. Dazu kommt sehr viel Regen den ganzen Tag über und die Temperaturen erreichen hier auch nur 16 bis 18 Grad. Also das wird ein richtig ungemütlicher Tag dafür, dass wir eigentlich Hochsommer haben, ist das schon recht ungewöhnlich. Aber auch in anderen Landesteilen wird dieses Tief aktiv sein. Im Osten gibt es Gewitter vor allem so in den Mittagsstunden mit Starkregen, mit Sturmböen. Dann zieht die Kaltfront weiter und dahinter wird es wieder ein bisschen ruhiger. Und im Südosten, da schleift die Kaltfront so eher entlang und wird sich dann so in Richtung an die Alpen legen, am Abend hier noch abregnen. Aber hier gibt es eben gerade also im Südosten sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag Gewitter, die hier auftreten können. Teilweise sind die auch mal kräftig, also hier ebenfalls Starkregen, Sturmböen und eventuell auch kleinkörnige Hagel. Und dann gibt es noch eine Region, da wird es einigermaßen freundlich am Mittwoch, und zwar vom Saarland bis zum Rhein-Main-Gebiet. Da geht die Kaltfront schon in den frühen Morgenstunden durch, danach kommt die Sonne wieder raus. Es ist zwar windig, einige Wolken gibt es auch, aber auch viel Sonnenschein und schon wieder Höchsttemperaturen von 26 Grad. Das war's vom Wetter-Update. Alle weiteren Informationen findet ihr wie immer auf wetter.com und in der App.